Oh ja. Das ist ja Bankauskunft, also für die Angestellten unter Ihnen, die meisten Selbstständigen wissen das zumindest mal. Es kann sein, dass eine Bank, die für Sie die Finanzierung machen will, sagt, ja, machen wir, aber ins Kleingedruckte schreibt, wir fordern oder wir fragen noch eine Bankauskunft an. So, und das ist eine Auskunft unter Banken, deswegen Bankauskunft. Und da wird, das ist im Grunde ein ganz simples Formular, da steht drin, okay, sinngemäß formuliert, macht der Kunde das, was er sagt? Ja, macht er meistens das, was er sagt, oder macht er immer das Gegenteil von dem, was er sagt? Ja, ganz simpel, also, wenn er Überziehungen hat, ja, fährt er die auch wieder zurück, hält er sich an Absprachen. Ja, ideal ist, wenn da steht, hat überhaupt keine Überziehung, braucht überhaupt keine Mittel, hat komplett Eigengelder. Ja, und ganz kritisch ist, wenn die Auskunft kommt, dass es zur Rücklassschrift kommt und zu Unregelmäßigkeiten, dann ist das meistens tot. Ja, also, nächster Hauskauftipp, im Zweifelsfalle, wenn Sie selbst Ihre Finanzierung machen, ja, und das mit einer fremden Bank keinen Berater wollen, dann fragen Sie zur Not bei Ihrer eigenen Bank eine Bankauskunft nach und fragen, wie wird die ausfallen? Der nächste Hauskauftipp. Oder was eigentlich das Bessere ist, halten Sie sich an die Absprachen, die Sie mit Ihrem Banker treffen, und sorgen Sie dafür, dass eben keine Überziehung, dass es keine Rücklassschriften gibt, weil sonst verkomplizieren Sie Ihre Baufinanzierung. Ja. Warum dieser Hauskauftipp? Ganz einfach, ich hatte eine Selbstständige seit ein paar Jahren, das war schon sehr grenzwertig, die war von den Zahlen nicht ganz optimal und da stand auch im Darlehensvertrag, wir fragen noch eine Bankauskunft ab. Ja. Und die Bankauskunft kam nach Unterschrift unter die Darlehensverträge und die sah nicht gut aus. Daraufhin sagen die meisten Banker, vergessen Sie es, wir zerreißen die Verträge. In diesem Fall konnten wir es argumentieren. Bei der Kundin war es so, die hatte ihrem Banker gesagt, dass 2, 3 Einnahmen später kommen, hatte den Banker um eine erlaubte Überziehung gefragt, die hatte er auch gewährt. Ja, nur das Problem war, das hatte er seinem Kollegen, der für ihn die Urlaubsvertretung machte, nicht weitergegeben. Was macht der Kollege? Nicht genug Geld auf dem Konto, gibt die Lastschriften alle zurück. Das stand dann auch in der Bankauskunft. Das war ein Riesentamtam, weil Tipp unter uns, noch ein Hauskauftipp, Banker trauen sich untereinander in der Regel auch nicht. Ja, und wenn dann langfristige Begründungen und was weiß ich kommt, dann ist das immer schlecht. Besser ist, halten Sie Ihr Konto, am besten überziehen Sie es gar nicht. Ja, halten Sie es im Guthaben, ist das Beste, je unabhängiger sind Sie. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann gucken Sie, dass Lastschriften wirklich nie zurückgegeben werden.